weil mein Onkel mit mich, wo ich klein war, vergewaltigt hat. Dann, meine Mutter hat mir nie geglaubt, dass mein Onkel mich vergewaltigt hat, weil das ihr Bruder war. Mit 15, dann hat er mich wieder vergewaltigt, weil meine Mutter hat denen das... Hallo, wir haben uns heute in Bremen kennengelernt. Ja. Darf ich das Video auf YouTube hochladen? Das werden viele Menschen sehen. Das darfst du. Dankeschön. Erzählen Sie bitte, wie alt sind Sie, wie heißen Sie? Ich bin Martina Kaas, bin 34 Jahre alt. Wie alt? 34. 34. Bin zur Obdachlosigkeit durch meine Familie gekommen, ja. Weil mein Onkel mit mich, wo ich klein war, vergewaltigt hat. Dann bin ich von zu Hause weggekommen, ins Heim, von einem Heim zum nächsten Heim. Dann aber irgendwann auch mal meinen Mann kennengelernt, der leider schon verstorben ist, ja. Wie kommt das? Ihr Onkel vergewaltigt Sie. Wie alt waren Sie da? Klein, 6 Jahre. Und dann geben die Eltern Sie ins Heim ab? Ja, warum? Weil die mir das nicht geglaubt haben. Meine Mutter hat mir nie geglaubt, dass mein Onkel mich vergewaltigt hat, weil das ihr Bruder war. Heftig. Ja. Wieso glaubt man sowas nicht? Das weiß ich nicht. Das habe ich bis heute noch nicht erfahren. Wieso mir das nicht geklappt worden ist. Haben Sie jetzt nicht im reifen Alter mit Ihrer Mutter darüber gesprochen? Doch, aber ich habe den ja auch angezeigt. Der ist ja auch dafür verurteilt worden, mein Onkel. Wie, mit 6 Jahren haben Sie den angezeigt? Ich bin mit 2 Jahren ging das, ja. Und dann bin ich mit 8 Jahren zum Jugendamt. Da war ich total blutig. Und dann haben die gesagt, ab ins Krankenhaus. Und da haben die das dann festgestellt, die Ärzte im Krankenhaus. Und die haben mich dann zur Polizei mitgeschleppt. Ah, dann heißt das, Sie wurden mit 8 Jahren vergewaltigt? Nicht Nein, mit 6? Mit 6 und das ging Jahre. Aha, heftig. Genau. Leider. Und nie, hat das Ihre Eltern gemerkt? Mein Vater war ja auf See, der war ja Seemann. Der war ja nie zu Hause, der hat immer nur das Geld gebracht. Und Mama hat dann, ne? Und wo lebt Ihr Onkel jetzt? Irgendwo auch hier in Bremen oder Umgebung. Aber ich habe mit den Leuten gar nichts mehr zu tun, wie heißt mit meiner denn? Familie. Will heißt er. Will. Ja. Er hat sie damals vergewaltigt. Ja. Und er lebt hier in Bremen. Der lebt irgendwo hier in Bremen. Aber ich habe den einmal musste ich ihn sehen, weil mein Lieblingsopa gestorben ist. Und dann haben die gesagt, das wollten die dann auch noch, dass ich mich mit dem an einen Tisch setze bei einer Beerdigung. Mit meinem Vergewaltiger sollte ich an einem Tisch sitzen. Ich sage entweder er oder ich. Wie oft hat er das gemacht über Jahre? Jede Woche, jeden Tag? Eigentlich fast jeden Tag. Immer wenn mein Vater nicht da war. Und der war ja kaum da. Der war nur Wochenende da. Aber wenn man jeden Tag als 6-Jähriger vergewaltigt wird, das hinterlässt doch Spuren. Ja. Blutspuren. Ja, normalerweise und schon. Haben Sie das hat das Ihre Mutter irgendwie nicht wahrgenommen? Nee, das hat die nicht wahrgenommen. Die dachte auch mit, ich hätte meine Tage schon so früh. Mit 6? Mit 6, ja. Ihre Mutter war doch auch mal damals ein Kind. Sie weiß doch, dass man mit 6 ihre Tage nicht kriegt. Aber die hat mir ja irgendwann mal auch erzählt, auf die andere Frage zurückzukommen, ob sie das nicht, die wurde ja selbst von ihrem Vater vergewaltigt. So, und vielleicht dadurch, denke ich mir, kann es ja sein, dass sie da Angst hatte, sich da einzumischen. Dass ihr dann auch was passiert dadurch. Heftig, heftig. Ja. Haben Sie irgendwie mit Psychologen darüber gesprochen oder so? Ja, ich war schon auf Therapie deswegen. Ja. Helfen diese Therapien? Die helfen doch. Ja, was geht da so? Vorsicht. Also die reden mit dir, was da auch wirklich passiert ist, dann musst du denen das alles erzählen und ich kann mich ja kaum an fast gar nichts erinnern, weil das ja zu lange her ist. Wo ich klein war, da bin ich 2 Jahre auf Therapie gewesen, bis von 8 bis ich 10 war. Weil sonst hätte ich, die haben auch gesagt, sonst hätte ich nie ein vernünftiges, habe ich ja immer noch nicht, aber nie ein, weil ich habe auch eine Freundin, der ist das Gleiche passiert und die hat keine Therapie gemacht, die hat nie einen Partner an sich ranlassen können, nie einen Freund haben können und das finde ich schon traurig dann. Also so ein Vergewaltiger macht echt einem Menschen alles kaputt. Leider. Danach war Heim und Schule. Genau, Schule auch. Wie viele Klassen haben Sie besucht?
Bis ich siebte oder achte Klasse, weiß ich nicht mehr. Und danach? Danach habe ich meinen Mann kennengelernt, bin nach Italien geflogen mit meinem Mann, habe da geheiratet, ja. War er Italiener? Ja. Wo haben Sie denn ihn kennengelernt? In Frankfurt am Main. In Frankfurt am Main? Ja. Und er konnte aber Deutsch? Der konnte perfekt Deutsch. Aha, okay. Ja. Haben Sie einige Jahre in Italien gelebt? Ja, bis der gestorben ist und dann sollte ich das Haus erben, aber ich konnte nicht in dem Haus leben. Weil das hat mich alles an ihn erinnert. Wann ist er denn gestorben? Genau an meinem Geburtstag. Genau 9. Mai. Und welches Jahr? Das ist jetzt schon 13 Jahre her. Ich war ganz jung, wo ich gleich mit 18 geheiratet. Aha. Ja. Und dann sind Sie wieder zurück nach Deutschland? Ja. Wollten Sie in Italien allgemein nicht mehr leben? Nee, überhaupt nicht mehr, weil das hat mich zu viel an ihn erinnert, zu viel an die schöne Zeit und das. Und danach konnte ich auch 11 Jahre keinen Mann mehr an mich ranlassen. Warum ist er so früh gestorben? Der wollte Zigaretten kaufen und ein Lastwagen von vorne und von der Seite ist ihn in seinen Kleinwagen reingekauft. Oh, heftig. Ja, und das genau an meinem Geburtstag dann. Ja, das war schon happy. Und dann kleines Kind noch dabei, ein Säugling, mein Sohn, ne, mit ihm, sein Sohn, der war dann auch dabei. Und dann kam Polizei, ja, und haben mir das erstmal erzählt, weil ich mir gedacht habe, so lange kann man ja keine Zigaretten kaufen. Ja, bis irgendwann geklingelt hat und ich dachte, mein Mann braucht doch keinen Schlüssel. Ja, mein Sohn macht die Tür auf, sagt dann, Mama, Mama. Ja, ich bin dann zur Tür und dann sagt die Polizistin, ich soll mich hinsetzen. Ich sag, für was soll ich mich hinsetzen? Wollen Sie mir jetzt? Ich hab erst gedacht, die erzählen mir, dass mein Mann im Knast wäre. Nein. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt. Gestorben, sagt die. Ja, und dann bin ich noch nicht so abgesackt. Da habe ich dann angefangen zu kiffen. Da haben Sie gerade angefangen zu kiffen, danach? Genau, danach. Wie alt waren Sie da? 21, 22. Okay. Und dann, wo meine beiden Kinder letztes Jahr gestorben sind, habe ich angefangen zu koksen. Ja, da habe ich angefangen zu koksen. Und das eine war ja Mord von meinem Sohn, weil der sich, das verstehe ich bis heute noch nicht, weil der sich mehr um sein Kind gekümmert hat, als um seine Frau. Wenn das erste Säugling ist, normal, wenn die Frau sich nicht kümmert, dann kümmert der Mann sich. So habe ich das meinem Sohn beigebracht. Er hat sich mich nie um das Kind gekümmert und mein Sohn durfte nicht rausgehen, gar nichts. Und dann ich verstehe das jetzt nicht ganz. Sie hatten einen zweiten Mann gehabt jetzt, ne? Nein, ich habe einen Sohn gehabt. Also Sie haben einen Sohn gehabt? Genau, und mein 18-jähriger Sohn, war von der Vergewaltigung. Der ist von meinem Onkel entstanden. Das ging ja noch damals nochmal, das nicht ging ja den, noch weiter. Nicht von dem italienischen Mann? Nein, nicht von dem italienischen Mann. Den habe ich von meinem Onkel, weil ich dann mal mit, von dem ich 15 war. Aber der Sohn von italienischen Mann muss doch der älteste Kind sein bei Ihnen. Nein, der war klein. Aber jetzt, der ist groß. Der größer, der andere, der Sohn, der von meinem italienischen Mann, der war, weiß ich nicht, wie alt der jetzt war. Also er war klein und im Auto mit dabei und der andere war zu Hause. Genau. Ah, so, okay. Der Ältere war zu Hause, der die Tür aufgemacht hat. Der von meinem Onkel war, von der Vergewaltigung. Ja. Und das war auch so hart für mich. Weil meine Eltern haben gesagt, ich war einmal am Wochenende bei meinen Eltern zu Besuch. Mit 15, dann hat er mich wieder vergewaltigt, weil meine Mutter hat denen das bis heute noch nicht geglaubt. Dass ne, ihr Bruder das gemacht hat, ja. Und dann bin ich irgendwann zum Arzt und dann sagt er mir, herzlichen Glückwunsch. Ich sage, ja, für was herzlichen Glückwunsch mit 16? Ja, Sie sind schwanger, Sie kriegen bald Ihr Kind. Ne? Ich sage, was bekomme ich ja? Meine Eltern wollten, dass ich das weggebe. Ich habe gesagt, ne, gibt's nicht weg. Und dann habe ich auch meinen italienischen Mann kennengelernt. Und er hat gesagt, das ist mir ganz egal, das kriegen wir auch noch groß. So, weil der wollte eben Kinder mit mir, aber dann sagt er... Oh, okay. Wie viele Kinder haben Sie insgesamt? Drei. Hatte ich gehabt. Aha, und da war der Älteste genau. Noch zu Hause. Mhm. Und der war zu Hause und das Säugling war mit ihm im Auto. Okay.
Ja. Aber das Säugling hat ja überlebt, das, den Autounfall. Ja, nur ja. Mein damaliger Mann. Also letztes Jahr sind Ihre beiden Kinder gestorben? Genau, letztes Jahr erst. Und wie kam das dazu? Und der Kleine, der ist bei Adoptiveltern gewesen und die hatten auch einen schweren, aber richtig schweren Autounfall. Die hatten beide Kinder verloren. Also die hatten noch von jemand anders, irgendwie aus Hamburg oder weiß ich nicht von welcher Frau, ne, den Melvin. Und der hat sich dann auch, der saß hinten mit im... irgendwo im Auto und dann auch verstorben, ja. Das war aber ein Kind von Ihnen war dabei? Nur ein Kind von denen. Und der andere? Genau, von einer anderen Frau, Süchtigen, sag ich mal. Und ich meine, und Ihr anderer Kind, der verstorben ist, wie ist der verstorben? Mein Kleiner, meine kleinste Tochter. Ja. Die auch durch Autounfall und plötzlichen Kindestod, weil die war ja erst zwei. Da kann das noch passieren, leider. Ja. Weil der Aufprall zu stark war? Nee, weil der, doch, der auch... Die Kleine ist auch in einem Autounfall gestorben? Nein, die Kleine, die hat geschlafen. Die ist plötzliche Kindestod. Kindestod, okay. Genau. Also was gibt's manchmal, ja. Habe ich auch gehört. Aber schon, also manchmal denke ich so, wenn man schon obdachlos ist, dann muss man da nicht noch so viel Scheiße erleben.